Die Klimakrise ist eine große Herausforderung für alle. Und ein wichtiger Aspekt dabei ist die Schaffung neuer Energiequellen, damit weniger fossile Energien verwendet werden in der Welt. In diesem Kontext gibt es eine anbahnende Zusammenarbeit zwischen Brasilien und Deutschland. Deutschland plant sehr große Investitionen in erneuerbare Energien, vor allen Dingen in Wind- und Sonnenenergie hier in Brasilien und auch in die Produktion von Wasserstoff, der dann irgendwann in der Zukunft mal nach Deutschland exportiert werden soll. Das Problem, was oft nicht gesehen wird dabei, ist, dass viele Menschen in Brasilien von diesen Großprojekten betroffen sein werden und große Probleme damit haben. Viele werden von ihren Ländereien vertrieben. Oft ist es so, dass die Menschen ihren Lebensunterhalt verlieren, zum Beispiel Fischer, die nicht mehr fischen gehen können, weil das ganze Meer vollsteht mit Offshore-Windkraftanlagen. Viele, viele Probleme, die entstehen, wenn nicht die Bedürfnisse der Bevölkerung mitgedacht werden bei solchen Großprojekten. Offensichtlich scheinen sich die Regierungen in Deutschland und in Brasilien einig zu sein. Es geht darum, mit großen Unternehmen und auch gewinnträchtig hier solche Windparks zu errichten und die Energiewende auf diese Art und Weise voranzutreiben. Aber das Problem ist, die Bevölkerung spielt damit nicht mehr mit. Sie protestiert, sie ist dagegen, dass sie im Prinzip ihren Lebensunterhalt und ihre Möglichkeiten, so zu leben wie bisher, dass sie die verlieren. Und das ist ein Punkt, wo die Rosa-Luxemburg-Stiftung aktiv wird. Wir unterstützen die Menschen vor Ort, die von diesen Projekten betroffen sind, wollen ihnen in erster Linie eine Stimme geben und auch dafür sorgen, dass sie beteiligt werden an der Planung und an der Durchführung von solchen Großprojekten. Denn ohne dies besteht die große Gefahr, dass das sehr wichtige Projekt Energiewende große, große Probleme kriegen wird, weil die Leute das einfach nicht mit sich machen lassen, dass sie vertrieben werden, damit in Deutschland auf einmal saubere Energie zur Verfügung steht. Und was auch in Brasilien zum Beispiel nicht gut verstanden wird, ist, immer wird gesagt, für die Energiewende, für den Klimawandel müssen alle Menschen auf gewisse Dinge verzichten, alle müssen ein bisschen draufzahlen. Aber dann fragen sich die Menschen hier, warum werden wir vertrieben, damit saubere Energie hergestellt werden kann, während beispielsweise in Deutschland noch nicht einmal Bereitschaft besteht, ein Tempolimit einzuführen, was ja nun auch sehr, sehr wichtig wäre im Rahmen der ganzen Klimapolitik.